very special Christmas. Festliche und stimmungsvolle Musik zur Vorweihnachtszeit in der Minoritenkirche in Wien. Mit Musik von Georg Friedrich Händel, Joy to the World hat unser Weihnachtskonzert begonnen. Ich möchte uns allen einen schönen Konzertnachmittag wünschen. Manuel Lichtenhörer spielt nun das Allegro aus dem Konzert in D-Dur von Giuseppe Tartini. Sie hören Manuel auf der Piccolo-Trompete mit diesem eleganten und spritzigen Werk. Thank you.
Thank you.
Gesang stehen wir nun mehr als 20 Jahre, eigentlich genau 25 Jahre auf der Bühne. Unsere Freude haben wir, wenn wir gemeinsam musizieren und unsere Freude mit dem Publikum, also mit Ihnen, teilen. Sie hörten Weihnachten auf Brasilianisch, Brazilian Labels von Böse Face. Wunderbar, Ihnen den Musiker von Trumpets im Konzert heute vorzustellen. Es ist dies Bernhard Machainer an der Orgel. Besonders bedanken wir uns auch bei der Bruderschaft St. Pius X, die diese Konzerte erst ermöglichen. Und nun wunderbare Klassiker Elvis Presleys Blue Christmas und Winter Wonderland von Felix Bernard. Thank you.
Das Salzburger Turmblasen zur Adventszeit hat eine lange Tradition. Auf drei Türmen rund um den Residenzplatz spielen Bläser ihr weihnachtliches Repertoire. Das Turmblasen ist ein von vielen adventlichen Gebräuchen bei uns in der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Er ist ein ganz besonderer Brauch. Er hat es sogar auf das immaterielle Kulturerbe der UNESCO geschafft. Wir stehen Ihnen eine Auswahl von österreichischen Kirchenweisen und Weihnachtsliedern, wie sie traditionell im alten Raum erklingen und die Leute anstelle von Glocken zur Christmette einladen.
Sie hören Bernhard Macheiner mit seiner wunderbaren Komposition Je sais Vierge Marie. Die stillste Jahreszeit ist oft nicht als solche erkennbar. Einkaufen, backen, dekorieren, organisieren. So vieles will erledigt sein. Orgelmusik hilft einem, zur Ruhe und Kontemplation zu kommen. Nach dieser stimmungsvollen Komposition für Orgel-Solo geht es nun weiter in unserem Programm mit Barockmusik. Mit dem prickelnden, schwungvollen Allegro aus dem Konzert in C-Dur für zwei Trompeten von Antonio Vivaldi. Dieses Werk war in Venedig zur Weihnachtszeit auch schon sehr populär. Bleiben Sie ein Kind. Sehen Sie die Welt manchmal mit den Augen eines Kindes, auch wenn die Welt oft sehr trist erscheint. Musik.
Die Melodien der Weihnachtszeit verankern ihren Erfolg vor allem in ihrer Schlicht und Einfachheit. Diese Weihnachtslieder transportieren Geschichten um Kindheit, Liebe, Geschichten um Vorfreude und Hoffnung und stimmen uns ein in die besinnlichste Zeit des Jahres. Ob wir selbst stimmen werden können in den nächsten Tagen, ob wir die nötige Ruhe finden, eine Hoffnung. Es nähert sich das Weihnachtsfest und die Suche nach Geschenken beginnt. In einer Woche ist bereits Weihnachtsabend. Gemeinsame Stunden sind für viele von uns das größte Geschenk. Vielleicht gelingt es uns in dieser Zeit, schöne, inspirierende und aufbauende Gespräche mit lieben Menschen zu führen. In unserem Programm geht es nun weiter mit Süßer, die Glocken klingen. Thank you.
Das war Allegro Stradivari, eine Komposition von mir. Wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, vielleicht wäre es eine Idee, eine CD von uns, zum Beispiel die C-Entzahlung Christmas. Sie können unsere Weihnachts-CDs an der Abendkasse erwerben. Liebe Gäste, freuen Sie sich mit uns auf ein musikalisches Highlight. Entfliehen Sie mit uns mit dem Christmas Medley in eine wunderbare Welt der weihnachtlichen Melodien.
zu sagen. Auf Wiedersehen, vielleicht in Wien, für alle, die heute bei Live-Konzerten dabei waren. Wir würden Sie gern in Wien einmal persönlich kennenlernen. Und danke an die anwesenden Konzertbesucher, die hier waren. Zum Schluss festliche Trompetenmusik vom Himmelbuch, da komme ich her, von Johann Sebastian Bach. Mit diesem prunkvollen Werk möchten wir Ihnen Dankeschön willkommen sagen. Wir wünschen Ihnen offene Herzen und eine ruhige, gelassene Zeit.
Alt Christmas. Ich wünsche mir aber auch Gemeinsamkeit, dass man seine Nachbarn und Freunde eingeht und dann feiert man gemeinsam und ein bisschen aufeinander aufpassen. Auch das menschliche Klima ist genauso wichtig wie das andere Klima. Zum Abschluss unseres Weihnachtskonzertes singen und spielen wir gemeinsam. Ich darf Sie einladen, mit uns gemeinsam den Andachtsjoder zu singen. Manche von Ihnen haben ihn ja schon vorbereitet. Wir spielen die erste Strophe alleine, sodass Sie in Stimmung kommen. Und Sie singen dann die zweite Strophe alleine. Und die dritte Strophe singen und spielen wir gemeinsam. Es bleibt mir nun, alles Liebe und Schöne für die Festtage zu wünschen und gleichzeitig auch unsere besten Wünsche für das neue Jahr. Möge es ein besseres werden. Vielen, vielen Dank.